Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin 52 Jahre alt, das können Sie sehen, ich bin verheiratet, habe einen Adoptivsohn, den ich aus Haiti adoptiert habe, der ist jetzt 11 Jahre alt mittlerweile, spielt Fußball im Nachwuchsleistungszentrum und ich führe ein glückliches und zufriedenes Leben und egal wie diese Wahl heute ausgeht, werde ich dieses glückliche und zufriedene Leben auch glücklich und zufrieden weiterleben. Ich möchte mich versuchen, in diesen wenigen Minuten auf drei Punkte zu konzentrieren. Der erste Punkt ist die kommunale Selbstverwaltung, die durch die Kosten, die den Kommunen aufgebürdet werden, immer mehr zur Makulatur wird. Wir haben erhebliche Kosten im Bereich Transferzahlungen, etwa drei Viertel der Haushalte der kommunalen Leistungsträger sind Transferzahlungen. Das heißt, es bleibt nur noch sehr, sehr wenig übrig, um kommunale Selbstverwaltung überhaupt zu betreiben. Allein die Kosten für die Eingliederungshilfe liegen bei 2,2 Milliarden nur für den Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Und in diesem Zusammenhang ist kommunale Selbstverwaltung unmöglich. Und da sage ich Ihnen, das Land Nordrhein-Westfalen steht in der Pflicht, die Kommunen insbesondere von den Kosten der Eingliederungshilfe zu befreien, um den Kommunen und den Kreisen die Möglichkeit zu eröffnen, tatsächlich wieder kommunale Selbstverwaltung und damit auch wirkliche Subsidiarität zu betreiben. Aber es gibt auch einen Punkt, wo ich ganz klar sage, das gehört nicht in die kommunale Selbstverwaltung. Es gehört nicht in die kommunale Selbstverwaltung, meine Damen und Herren, dass Kreise für Ausreisepflichtige in inflationärer Art und Weise Duldungen aussprechen. Meine Damen und Herren, das gehört den Kommunen bzw. den Kreisen entrissen und auf die Landesebene verlagert. Und ich kann Ihnen noch eins sagen, sobald die AfD auf Landesebene in der Regierungsverantwortung ist, werden diese Duldungen nicht mehr geduldet. Um diese skandalösen Zustände noch etwas deutlicher zu machen, habe ich einmal eine Kreistagsanfrage gemacht und gefragt, wie viele abgelehnte Asylbewerber sind im Kreis Binnen-Lübbecke eigentlich zwischen 2013 und 2015 geduldet worden. Die Antwort war nahezu 100%. Das wird nicht nur im Kreis Binnen-Lübbecke der Fall sein. Wenn ich mir das Beispiel der Stadt Köln anschaue, dann haben wir dort etwa 14.000 Asylbewerber. Davon sind etwa 4.500 ausreisepflichtig. Und was ist geschehen? In den letzten 7 Monaten wurden ganze 200 ausgewiesen. Meine Damen und Herren, das ist nicht die Politik, wie sie unser Asylgesetz vorgeht oder vorsieht. Das ist eine Politik, die unser Asylgesetz aushebelt. Und das tragen wir nicht mit. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, schulische Inklusion. Ohne die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen mündet in inklusive Vernachlässigung unserer Kinder. Wir erleben in Nordrhein-Westfalen, wie schulische Inklusion ohne Not betrieben wird und wie alle im Landtag vertretenen Parteien wie besoffen vor Begeisterung dem zugestimmt haben. Aber was ist die Folge dessen, was hier passiert? Meine Damen und Herren, es passiert Folgendes, nämlich Förderschulen werden nach und nach geschlossen. Förderschullehrer stehen aber nicht zur Verfügung, um die zu fördernden Schüler in den Regelschulen zumindest zu betreuen. Bauliche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sind in den Regelschulen nicht gegeben. Die Ressourcen werden nicht zur Verfügung gestellt und es ist tatsächlich so, sowohl zu fördernde Schüler als auch Regelschüler werden dadurch inklusiv vernachlässigt. Und das ist nur ein Symptom unserer völlig verfehlten Bildungspolitik, aber ein sehr wichtiges Symptom. Und ich sage Ihnen eines, ich habe schon mehrere Förderschulen gesehen, auch in meiner Funktion als sachkundiger Bürger der Landschaftsversammlung. Und wenn jemand wirklich Inklusion will, dann wäre die nur möglich, wenn wir die Regelschüler in die Förderschulen inkludieren und nicht umgekehrt. Meine Damen und Herren, wir haben die einmalige Chance, Deutschland und Nordrhein-Westfalen zum Besseren zu verändern. Und ich sage Ihnen, wir haben die historische Pflicht,
diese einmalige Chance zu nutzen, wofür ich auch alles tun will. Und dazu gehört auch, dass wir alle an diesem und am nächsten Wochenende eine Fraktion zusammenstellen, die zusammenarbeiten wird können. Uns in Nordrhein-Westfalen wird nicht das passieren, was den Kollegen in Baden-Württemberg passiert ist. Und für diese Einigkeit und für diesen Zusammenhalt stehe ich hier mit meinem Wort. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie uns etwas Zeit geschenkt? Das steht jedem Kandidaten frei und die Versammlung wird es auch, die Versammlung tut es auch sicherlich nicht schlecht. Jetzt bitte ich um Fragen an den Kandidaten Wagner. Gibt es Fragen? Bernd. Markus, in welchen Bereichen würdest du dich in der Landtagsfraktion sehen, in denen du dich besonders einbringen würdest? Also zunächst mal als stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender des Gymnasiums meines Sohnes natürlich in der Bildungspolitik. Als ehemaliger Bundesvorsitzender der Schildpartei natürlich im Bereich der inneren Sicherheit. Das sind zwei der Hauptbereiche, die ich für meine Tätigkeit im Landtag vorsehen würde. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank. Eingestimmt haben dieses Mal 26 von Ihnen. Auf Herrn Bernd Reichert sind entfallen 111. Und das lässt für Herrn Markus Wagner rechnerisch 228. Ja, Herr Wagner ist gewählt. Vielen Dank. Herr Wagner, nehmen Sie die Wahl an. Dankeschön. Und jetzt nochmal eine Sache, denn die Mandatsprüfungskommission kommt jetzt mit einem Ergebnis an. Ja, hallo.